One Football Tierlist. Frohe Weihnachten, oder? Ja, wir wissen nicht genau, wann es rauskommt, aber so um und bei Weihnachten. Ja, kurz davor, kurz danach, vielleicht sogar am Heiligabend. Vielleicht ist das hier, vielleicht ist das hier euer Weihnachtsfest. Wenn ja, dann ist doch Freitag so dieses Jahr aus oder so. Keine Ahnung. Freitag ist Heiligabend, Samstag ist 25, 26. Das heißt Rip-Off bei Gott eigentlich. Wir wurden von Jesus abgerippt, was den Kalender betrifft. Guter Start für eine christliche Weihnachtstierlist. Erstmal Jesus dafür entschuldigen, dass das Weihnachten aufs Wochenende fällt. Ja, Feiertage sind uns wichtiger, arbeitsfrei sozusagen ist uns wichtiger als die Geburt des Herrn Jesu Christi. Des Heilands. Oh ja, 100%. Ja, ja, doch. Wir ranken heute, Überraschung, die verbleibenden Teams im diesjährigen Champions League Wettbewerb. Genau, die Teams, die es ins Achtelfinale geschafft haben. Was ganz gut ist, erst haben wir gedacht, können wir das schon machen? Mhm. Weil wir nehmen das Ganze vor, damit wir frei haben rund um Weihnachten. Ich habe erst gedacht, das ist ein Problem, aber dann dachte ich, es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir aufnehmen, bevor wir wissen, was die Achtelfinalpartien sind. Weil so gehen wir da völlig wertfrei ran. Wir wissen nicht, wer gegen wen spielt. Mhm. Und ich glaube, so kann man es auch dann ganz gut einschätzen. Es ist safe besser, als wenn man jetzt schon die Dings genau, hätte. Du würdest dich beeinflussen lassen. Jeder, der gegen Bayern spielt, würdest du sofort sagen, okay. Natürlich, du würdest nicht hoch ranken, weil dann kommen sie keine Runde weiter und dann ist doof. Wir haben uns natürlich was Gutes überlegt. Wir ranken in Weihnachtsgebäck-Kategorien. Ja. Nachdem Christoph so dazu sagen, mir meine Kategorien einfach nicht durchgehen lassen wollte. Nee, Moment, wir haben zwei klassische Weihnachtsgebäcksorten nicht mit dabei, weil wir uns einfach nicht einigen konnten, ob das gut oder schlecht ist. Also wir gehen jetzt mal durch, wir mussten uns erstmal auf ein Power-Ranking des Gebäcks einigen. Das war das erste große Thema. Das war die Vorbereitung für diese Folge. Wirklich. Ja. Ganz unten Dominosteine. Ja, nee. Wir sind beide keine Fans, ihr könnt es gerne genießen, das ist komplett in Ordnung, nicht für uns. Für mich ist es eine Opa-Süßigkeit, liegt halt vielleicht daran, dass mein Opa das geliebt hat und immer diese Steine weggefuttert hat. Ich habe das Gefühl, die machen aber gerade ein Comeback. Ich habe das Gefühl, die sind derzeit wieder beliebter denn je zuvor. Ich mag diese Mischung aus, glaube ich, Marzipan und dann so ein Gelee in der Mitte. Ja, das Gelee da drin ist seltsam. Nee, das ist keine gute Mischung. Und ich bin nicht mal unbedingt ein Gelee-Feind. Wenige Leute mögen ja so Gelee-Sachen. Ich mag ja sogar Jaffa-Cakes hier. Jaffa-Kacke. Die. Die finde ich auch ganz mit geil. Mit der Gelee-Scheibe aber drin. Aber ich finde die Mischung aus dem Gelee und dem Marzipan. Ja, magst du Marzipan? Nicht unbedingt, nee. Ja, okay, dann müssen wir da raus. Ja. Aber diese Mischung aus beiden, nee. Unterste Tier. Ja. Zweitunterste Tier, Zimtsterne. Ja, lame. Das ist wie Kronkorken, die glasiert worden sind für mich. Das ist mir immer zu hart und das ist mir nichts. Nee. Ja, und kein mega, mega Zimt-Fan. Nee. Ja, in manchen Sachen, bei Milchreis, aber sonst. Macht mal, wenn ihr gerade zuguckt, macht doch erstmal diese Zimt-Challenge, die so vor ein paar Jahren viral gegangen ist. So ein Löffel Zimt essen. Ah, stimmt. Filmt euch dabei bitte und checkt an uns. Sehr gerne. Das mögen auch die Eltern zu Weihnachten gerne sehen. In der Mitte sind die Spitzbuben, von denen ich nicht wusste, dass sie so heißen, denn in meinem Kopf heißen sie Marmeladenkekse. Genau, und ich habe dann gesagt, Marmeladenkekse kannst du immer essen. Aber Nico meint die wirklich klasse, auch gerne als Stern. Ja, also und dann dazwischen Marmelade. Oder Schneeflöckchen. Ja. Und dann noch einen zweiten drauf. Finde ich gut. Meine Schwester hat letztes Jahr so 5-stöckige davon gemacht. Aber ist auch eine sehr begabte Bäckerin, muss man mal sagen. Ja. Ja. Es ist tatsächlich gar nicht mehr so lecker dann. Weil du, auch wenn du immer Marmelade dazwischen machst, das Verhältnis stimmt einfach irgendwann nicht mehr. Es wird zu trocken. Aber es sieht natürlich hervorragend aus. Ja, sie sind ganz okay, aber hauen einem jetzt... Doch, das sind die besten. Für mich sind das ehrlich gesagt fast die besten. Aber wir mussten uns ja einigen. Ja. Deswegen, und ihr kennt mich, alter Demokrat. Natürlich. Auf der 2, ja. Spekulatius. Ja. Ein Klassiker. Klassiker, lecker. Aber irgendwie ist es eher fast ein Vorweihnachtsklassiker als ein wirklich Weihnachten für mich. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das ist ein persönliches Problem. Ich weiß gar nicht. Also bei uns gab es halt in der Vorweihnachtszeit immer dann halt Käse. Käse, da gab es hier Käsespätzle. Ja. Wenn man die lang genug trocknen lässt. Ja, nee. Das hat egal mit Plätzchen zu tun. Nee, gab es immer Plätzchen und viel Spekulatius. Jetzt bei euch dann immer wie so ein Gabenteller gab es ja immer. Ja, ich bin so ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und dann Oma stand nur in der Küche und hat gebacken. Ja. Gebackt. Gebacken? Der Beste war, nee, gebacken, ne? Gebacken geht wahrscheinlich beides. Ja, ist ja auch egal. Oh, Back! Es ist meine Filmempfehlung für Weihnachten. Ja. Ganz oben die Vanillekipferl. Ja, das ist einfach lecker. Let's go. Wenn die so sind, dass sie beim Angreifen auseinanderfallen, dann bist du auf dem richtigen. Die sind einfach immer gut. Was wir rausgelassen haben, Stollen. Du bist überhaupt kein Stollen-Fan und ich mag Stollen sehr gerne. Ja. Schön Butter drauf. Ja. Wirklich? Lecker. Da kommt noch Butter drauf? Ja, ich mach da auch gerne nochmal Butter drauf. Und dann noch Nutella gelernt. Oder was? Hä? Und dann auch noch Nutella? Nein, oder? Nein, nur Butter. Natürlich, sonst wird das jetzt so absurd. Butter ist okay, aber Nutella kommt, das kommt mir ja nicht drauf. Und was haben wir noch vergessen? Lebkuchen.
Lebkuchen haben wir auch vergessen, das ist richtig. Aber weil wir uns aufs Ranking nicht einigen konnten. Genau, weil Lebkuchen, ich mag Lebkuchen auch ganz gerne, aber du bist kein Fan von. Nee. Und dann hier, was machen die Italiener? Panettone oder wie das heißt? Weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, das ist so eine Geschichte, über die sich das Land spaltet, ehrlich gesagt. Naja, das ist ja in Deutschland aber auch mit Plätzchen und so. Ich glaube, es gibt Leute, die würden die in der genau anderen Reihenfolge haben. Ja, lass uns gerne mal wissen, was ist das Beste? Okay, wenn ich jetzt festlegen muss auf das beste Weihnachtsgebäck, was es gibt, ist für mich ganz langweilig die Spitzbuben tatsächlich. Ich glaube, ich wäre sogar bei Lebkuchen. Es gibt ja unterschiedliche Arten. So, es gibt ja diesen trockenen Lebkuchen. Ja. Und dann gibt es aber diese geilen, die etwas fluffiger, ja, die mit Schokolade außen drumherum. Ja, die sind gut. Das ist was anderes. Ja. Das ist ganz geil. Ja, naja, aber Vanillekipferl sind einfach immer oben dabei. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ne, wir haben jetzt hier ein Ranking, mit dem man schon zufrieden sein kann. Zimtsterne sind ja auch nicht verkehrt, aber nichts Besonderes. So. Nicht zufrieden werden einige heute mit meinem Ranking der verbliebenen Champions League Teilnehmer. Mit meinem auch nicht, aber das ist okay. Es ist Weihnachten, wir gucken nicht in die Kommentare, das ist Geschenk an uns selbst. Ja, absolut. Ich glaube, ich werde einige Fanbases von größeren Clubs heute ein bisschen. Ja, geil, let's go. Womit fangen wir denn an? Mit Ajax Amsterdam. Ich versuche es einigermaßen alphabetisch durchzugehen. Mhm, Ajax Amsterdam haben wir ganz vorne. Souverän durchmarschiert. Sehr souverän durchmarschiert. Jedes Spiel gewonnen, oder? Haben sie jedes Spiel gewonnen? Also auf jeden Fall sehr souverän. Ja, also sehr, sehr beeindruckend auch. Für mich ist es fast klar, wo sie hin müssen, weil Vanillekipferl sind für mich die absoluten Top-Favoriten. Das wird bei Ajax wohl dieses Jahr nicht klappen. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher, wo ich sie hinranke, weil ich bin der Meinung, ich habe es auch, glaube ich, in einem anderen Video schon gesagt, für mich spielt Ajax mit den schönsten und besten Fußball aktuell in ganz Europa. Das ist ganz nach oben. Ganz nach oben kann ich nicht gehen, weil ich weiß, es kommen dann noch Teams, die ich einfach in einem direkten Duell würde ich dann das andere Team bevorzugen, dann kann ich sie nicht ganz nach oben setzen. Spekulatius. Ja, gehe ich komplett mit, bin auch im Spekulatius-Wald unterwegs mit Ajax Amsterdam. Atletico Madrid. Yes. Auch durchgemogelt. Wirklich durchgemogelt. Aber richtig also, durchgemogelt. Die haben das erste Spiel gewonnen, unentschieden, dreimal verloren oder sowas und das letzte gewonnen. So ungefähr. Genau, die haben nur zwei gewonnen. Und einmal noch unentschieden. Und dann gegen Milan, diese Last-Minute-Niederlage mit dem Messias. Dass du in der Gruppe so durchkommst, ne? Ja, und dann das Spiel, das letzte war ja dann auch mit diesen ganzen Handgreifen, der ganzen Rudelbildungen. Und mit dem heulenden Luis. Und, Luis Suarez, der sich verletzt hat. Das ist schon, Atletico ist dieses Jahr nicht so gut, glaube ich. Also die spielen auch in der Liga, Atletico ist immer dann besonders gut in der Champions League, wenn man denkt, sie sind dieses Jahr wirklich nicht so gut. Genau, ich war kurz davor, sie richtig weit nach unten zu ranken. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, die Qualität ist immer noch da. Ja. Und letztendlich dann in der K.O.-Phase, es ist immer noch Atletico, es ist immer noch Diego Simeone. Mhm. Da sind ein paar alte Bekannte dabei. Ich traue mich aber, also du hast natürlich vollkommen recht. Das ist jetzt nicht so, dass man Atletico dieses Jahr zuschaut und denkt, das ist eine Mannschaft, die irgendwie lange in Europa dabei ist. Aber es ist halt immer noch Atletico. Ja. Die sind ja eigentlich die Definition von Spitzbuben, wenn man ehrlich ist. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes sind das richtige Spitzbuben. Wir sind die Definition von Spitzbuben. Ja, das ist wohl auch richtig, ja. Ja, aber also ich glaube, Stand jetzt sind sie Vierter, auch nur in der Liga, mit schon einem echt großen Abstand. Und das in der Scheißsaison, wo die ganze Liga sich nicht darum bemüht. Irgendwie. Ja, und dann wie gesagt, also die Auftritte in der Champions League waren jetzt auch nicht so überzeugend. Zimtsterne. Gehst du in Zimtsterne? Ja, scheiß drauf, Atletico, das habt ihr davon. Das haben sie davon. Ich gehe hier in Spitzbuben, weil es ist immer noch Atletico. Die Qualität ist immer noch hoch im Kader. Ich war noch nicht sicher, während ich ausgesprochen habe, wo ich hingehe, wusste ich noch nicht, was ich sagen würde. Also es hätte auch noch Spekulatius passieren können. Wirklich. Ja, aber das ist eine Tierlist. Da wird spontan entschieden. Ich habe zwar geguckt, welche ich ungefähr wo einranken würde, aber auch noch nicht genau festgelegt, in welche Tiers. Bayern München, wo würde man die ungefähr einranken? Lass uns über die gar nicht reden. Vanillekipferl. Ultra souverän. Ja. Machen wir easy. Komm. Kein Wort mehr drüber. Benfica Lissabon. Die Mannschaft, die ja immerhin dein Outfit, die schwarz-gelben von Borussia Dortmund, umgewiesen hat. War Sporting nicht in der Gruppe? Wir sind aber bei Benfica. Oh. Das sind die anderen. Ja. Benfica ist die Mannschaft, die Barcelona quasi in die Europa League gekickt hat. Ja. Geil, dass ich Benfica vorlese und nächstes Jahr Sporting sage. Vor allem, du hattest ja Sporting im Kopf, aber du hast Benfica gesagt. Ja. Naja, Benfica Lissabon, die sind dank des Unvermögens von Barcelona weitergekommen. Aber wirklich. Also halt wirklich, wirklich. Ich habe Benfica neulich in der Liga gesehen, gegen Sporting. Warum? Weil ich beide Mannschaften geil finde und da immer gute Talente auch dabei sind. Aber Benfica spielt eine echt enttäuschende Saison im Verhältnis. Also die sind aktuell die klare Nummer 3 in Portugal, haben sich in der Champions League, sie sind weitergekommen, aber so richtig doll war es dann auch nicht. Benfica geht bei mir ganz nach unten. Ich traue denen nicht besonders viel zu in der restlichen ganz Champions League-Phase. Ja.
Ich gehe Dominostein. Ja, ist natürlich dumm. Du hast natürlich recht. Ich muss ja auch noch jemanden ganz nach unten. Musst du nicht. Ja, du aber kannst du das unterste auslassen. Was soll das heißen, dass alle irgendwie weiterkommen? Das ist ja Quatsch, ne? Nee, ich gehe ganz nach unten. Benfica ist einer für mich einer der größten Außenseiter. Weil, du musst dir ja mal überlegen, die haben in der Liga gegen ein Team verloren, was wirklich, was Dortmund rausgehauen hat, was wirklich richtig gut aussah, auch in der Champions League teilweise, die nur von Ajax auf den Sack bekommen haben. Ich glaube, die haben noch mal anders verloren, aber die sahen immer richtig gut aus in den Spielen oder oft gut aus und sind auch weitergekommen. Ich gehe dir einfach hinterher. Ich glaube dir da einfach. Ist mir doch egal, es ist Weihnachten, ich habe mir schon eine Wanze vorgeschlagen, ich bin nicht mehr hier zum Nachdenken. Ich gehe mit Benfica Lissabon auch in die Dominosteine. Ja, und ich glaube, da kommt nicht viel. Ja, aber ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Ich meine, ist nicht für Benfica einmal K.O. Phase schon eigentlich ein Erfolg, oder? Ja, ja, klar. Also die waren in ihrer Geschichte, waren sie überhaupt schon mal? Ja, bestimmt. Sicherlich aber, mal. Aber nicht oft und schon lange auch nicht mehr, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Chelsea. Ganz nach oben. Vanillekipferl. Lille. Lille ist schon... Lille ist schwierig. Lille weil schwierig. Wolfsburg hat es geschafft, dass Lille richtig gut aussieht. Wir haben eine Mannschaft vergessen, ich weiß. Wir haben eine Mannschaft vergessen, holen wir gleich nach. Ja. Lille spielt in der Liga nicht gut. Aber in der Champions League denkst du die ganze Zeit, oh, diese schnelle Offensive und dann Burak, der irgendwie hinten wieder in der Trailer hinterherkommt und so. Jonathan David spielt eine überragende Saison. Dann Ikoné, richtig, mit hat Wolfsburg zerlegt. Sogar Angel Gomez. Sogar ja, reingekommen und Vorbereitung und Tor, glaube ich, gegen Wolfsburg gemacht. Ja. Aber trotzdem schwierig. Ich gehe mit Lille. Also ich glaube... Ich gehe in die Dominosteine. Nicht, weil ich mag die Mannschaft. Mhm. Ich finde die wirklich cool, aber ich glaube nicht, dass egal wen die bekommen, ich glaube, die sind der Außenseiter und fliegen raus. Die sind definitiv der Außenseiter. Ich traue denen aber zu in einem guten Matchup. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, gegen wen sie spielen. Ich glaube, in einem guten Matchup mit dem Speed vorne drin, mit David und Yilmaz vorne drin, glaube ich, haben sie eine Chance. Ich glaube, die können überraschen. Deswegen gehe ich eins höher. Einfach, weil sie so ein bisschen für mich so ein... Zimtsterne, weil sie für mich so ein bisschen unberechenbar sind. Was ist das Nachholteam, was wir vergessen haben? Juventus Turin, weil ich es nicht mit in die Liste gepackt habe. Und dann zähle ich durch und sind nur 15. Juventus Turin vergessen, Zufall. Juve. Tja. Juve tut sich schwer. Die haben am Ende die Gruppe noch gewonnen. Die können. Ja, in der Gruppe haben sie, wenn man drauf guckt, denkt man auch, guck mal an hier, Juve. Die haben, vor allem kriegen sie ja jetzt ein vermeintlich leichteres Los dadurch. Und die kriegen safe RB Salzburg. Ja, das wäre natürlich ein Geschenk für Juve. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist genau das, was ihnen wehtun könnte. Juve ist schwierig. Ich traue Juve nicht viel zu. Ich schieße mal vor. Zimtsterne für mich tatsächlich. Ich gehe Spitzbuben, weil ich glaube, dass sie vielleicht eine Runde noch gewinnen können. Ja, okay. Aber ich glaube auch genau wie du. Also ich sehe nicht, wie Juve irgendeine weitere Rolle spielt. Nein, die quälen sich auch so durchs Jahr in der Serie A. Ja. Und das ist einfach... Ja. Die Gruppe war, glaube ich, auch einfach. Wenn ich mir Zenit und wer noch? Wen habe ich vergessen? Gegen wen haben die denn gespielt? Ja, genau. Machen wir weiter mit... Ja, gegen Chelsea haben sie natürlich gespielt. Ja, gegen Chelsea, Zenit und... Irrelevant, oder? Wer war da denn noch? Young Boys war... Nee, die sind in der anderen, die sind in der United-Gruppe gewesen. Wir müssen jetzt hier so ein Vorspul-Ding... oder das, ja. Wir machen einfach weiter mit dem französischen Liverpool. Auch hier kann ich es relativ kurz machen. Für mich ist es eine der stärksten Mannschaften aktuell in ganz Europa. Die konterstärkste, die umschaltstärkste Mannschaft, Salah in Bombenform. Ja. Der Rest ist auch nicht gerade schlecht drauf. Ganz wenn man, also wenn man bedenkt, was diese Mannschaft geschaffen hat, obwohl man Jürgen Klopp an der Seitenlinie stehen hat, das ist schon unglaublich. Und deshalb gehen wir in die Vanillekipferl. Noch ein Weihnachtsgeschenk für Jürgen Klopp hinterher geschoben. Für die Liverpool-Fans und Klopp-Fans. Unser dritter Vanillekipferl. Bayern, Chelsea, Liverpool und jetzt kommt City. Ich würde City gerne eins runterranken, aber so richtig kann ich es nicht machen. Ich weiß, dass ich am Ende nicht nur drei ganz oben habe. Sondern vier. Vielleicht sogar fünf. Vielleicht sogar fünf. Ja, mal gucken, mal schauen. Ich habe aber bei Manchester City auch so ein bisschen überlegt, aber das kannst du nicht machen. Kannst du einfach nicht machen, es geht nicht. Die Mannschaft ist zu gut. Ja, sie hat manchmal in manchen Spielen, sie haben ja auch gegen Paris dann verloren, das erste Spiel. Sie haben manchmal so ihre Probleme. Dann noch eine Niederlage gegen Leipzig. So. Gut, da ging es für City um nichts mehr. Aber wenn man City, ich glaube, wenn man City irgendwo anders hinrankt als oberste Tier, dann taucht Pep Guardiola hinter dir im Spiegel auf und sagt, ja, und auch zu Recht irgendwo. Ich glaube, wenn die wollen, wenn die müssen, dann die werden wieder in die letzten vier kommen. Ja, müssen sie auch. Müssen klar, sie ganz natürlich. Einfach. Also mit der Truppe. Vanillekipferl. Ja. United ist aber eine ganz andere Frage. Vor drei Wochen hätten wir die auf jeden Fall wahrscheinlich, also da hätte ich ihnen wenig bis nichts zugetraut. Neuer Trainer, neues Leben. Tja.
Das ist wirklich schwer, weil du hast die unbekannte Ralf Rangnick mit dabei. Und die Kaderqualität, die gut genug ist, um eigentlich auch mal einen Run zu machen eventuell. Ja, das habe ich auch erst gedacht. Und dann habe ich mir aber trotzdem noch mal den Kader im Verhältnis zu den anderen Mannschaften angeguckt. Wie gut ist der Kader wirklich im Vergleich zu den anderen? Willst du jetzt Scott McTominay disrespekten hier? Ja, zum Beispiel. Oder, ja, Fred, schönes Tor gemacht. Ja, das Problem ist, wir haben erst zwei Spiele mit Ralf Rangnick gesehen. Ja. Und das eine hatte nichts mit der Manchester United-Mannschaft zu tun, die dann in der K.O.-Phase auflaufen wird. Und das andere war dann schon ein relativ glücklicher Sieg mit so einer Bogenlampe von Fred. Das ist komplett richtig. Das ist super schwer einzuschätzen, deswegen packe ich sie right in the middle. Obwohl, das ist fast schon zu hoch. Nee, oder? Ich finde Spitzbube aber okay, weil ich finde halt schon, dass dieser Kader eben noch vielleicht, da könnte noch was gehen, überraschend. Das ist der Ralf Rangnick-Bonus. Soll ich mal sagen, wahrscheinlich gewinnen die Champions League. Nein. Wahrscheinlich gewinnen die Champions League. Aber nicht also, wegen United, sondern einfach nur, weil Klopp, Tuchel, Rangnick und dann ist der Laden dicht. Ziemlich oder viel zu simple Analyse. Ralf Rangnick hat es mit Schalke ins Halbfinale der Champions League geschafft. Dann gewinnt er ja wohl mit United. Das wäre ein gutes Format eigentlich. So habe ich früher meine Fußballprognosen berechnet. Ist ja vollkommen klar. Bayern gewinnt 1-0 gegen Dortmund, wir gewinnen 2-0 gegen Bayern, also gewinnen wir. Logisch, ja. Ist in der NFL übrigens diesmal ganz gut, wo die Texans ein Team schlagen, was die Titans geschlagen hat. Ja, die NFL ist aber auch Wahnsinn. Ja, das ist, ich gehe Ralf Rangnick-Bonus in die Mitte, Spitzbuben. Ja, Spitzbuben, da kann noch was kommen. Geh ich mit. Wo sind wir? Jetzt sind wir bei Sporting tatsächlich. Ich habe mich zum kleinen Sporting-Fan entwickelt. Ich finde die auch geil. Die spielen geilen Fußball. Wie gesagt, das Spiel gegen Benfica war super. Die Spiele in der Champions League waren größtenteils super. Sie haben halt zweimal von... Ich finde auch die portugiesische Liga an sich einfach ein Phänomen für mich. Übrigens noch ein Argument gegen Benfica. Sporting hat zweimal von Ajax richtig auf den Sack bekommen. Ja. Sporting wiederum hat Benfica geschlagen. Also jetzt muss man sich mal vorstellen, wie gut ist Benfica dann? Also wieder kann so, der, da kann wieder ja gar so nichts quasi im Tank sein. Ja. Also auch wieder ein bisschen zu einfach gedacht. Aber ich glaube schon, dass Sporting ein gutes Stück höher einzuranken ist als Benfica. Mhm. Ich glaube, die sind gerade deutlich besser. Da sind ein paar spannende Spieler mit dabei. Wo hattest du Benfica? Wo hatte ich Benfica? Ich bin ganz da mitgegangen. Unten, ganz unten. Okay. Und ich gehe tatsächlich in Spitzbuben. Vielleicht ist es ein Ticken hoch, aber für mich sind die so eine der großen Unbekannten in der K.O.-Phase. Also ich bin gespannt, wen sie spielen im Finale. Jeder von uns hätte gesagt, dass der BVB sich gegen die durchsetzt in der Gruppe. Haben sie nicht getan. Und das bedeutet also, ich gehe trotzdem nur in Zimtsterne. Ja, aber wir haben Auge auf Sporting auf jeden Fall. Mateus Nunez, ganz spannender Spieler. Pedro Gonçalves. Da macht einige Spaß auf jeden Fall bei denen. Gonçalves, glaube ich. Ja, das weiß ich. Portugiesisch. Portugiesisch aussprechen ist alles schwierig. Da kommt einfach ein Schrein, genau. Und, Nico Heimasch. Wirklich? Krzysztof Kröger. Ja. Krzysztof Krögiontek. Ja, auf Polnisch wirklich Krzysztof. Ja, Krzysztof. Süßstoff ist passend zum Weihnachtsgebäck. Süßstoff Kröger. Nee, ich hasse Sachen, die mit so Stevia oder Süßstoff gebacken sind oder so ein Kack. Das ist auch nichts. Anekdote von meinem Opa, der sich natürlich immer, kennst du diese Süßstofftabletten, die du so rausdrückst und dann das in Kaffee gemacht? Das machen aber einige. Konnte ich damals doch gar nicht so verachten, wie ich es heute verachten würde. Ja, das klingt tatsächlich nicht so geil. Verachten ist ein gutes Stichwort. PSG ist als nächstes. Mit Verachtung, Ranking Ding Dong, PSG-Anwalt steht draußen vor der Tür. Ja, soll kommen, ist nicht der Erste. Hey. Übrigens, sehe ich gerade hier, ich bin voll gemerged hier, ne? Ja, richtig. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk baut, ach nee, ist ja zu spät. Das ist zu spät, ja. Falls ihr, nee, auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Wow, ist mein Gehirn dumm. Du bist heute ganz schön durch den Wind. Ich habe das schon vor dem Dreh gemerkt. Das ist die Woche. Die Woche macht mich fertig. PSG. Die Woche macht mich fertig. PSG, auf dem Papier ein Kader, der natürlich Champions-League-Favoritenpotenzial hat, haben sie für mich nicht. Aber in Spekulatius müssen sie einfach von der Qualität her rein für mich. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, sie noch weiter runter zu ranken, weil sie einfach unter ihren Möglichkeiten spielen. Sie hätten es verdient eigentlich, aber... Es sind immer noch Messi, Neymar und Mbappé da vorne und die können jedes Spiel im Alleingang. Selbst wenn die Taktik kacke ist, selbst wenn sie nicht nach hinten mitarbeiten, sie können ein Spiel immer noch gewinnen. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen mit einbeziehen. Und Spekulatius, glaube ich. Und alleine, dass sie das letzte Spiel gegen Brügge jetzt zum ersten Mal alle drei in einem Spiel getroffen und so, das ist, da fügt sich was zusammen. Ja. Du sagst auch Spekulatius? Absolute Spekulatius. Spekulatius, absolut, ja. Weiter geht's mit den RBs aus Salzburg. Die einzigen RBs, die weitergekommen sind. Ups. Ja. Übrigens haben wir sie falsch benannt. In der Champions League ist es ja FC Salzburg. Ja, das tut mir absolut nicht leid, ist mir scheißegal. Clever. Dieser FC Salzburg. Einfach clever. Schön der FC, gell? Der FC. Der erste FC Salzburg. Der FCS. Tut mir leid.
Ja, ich meine, die spielen aufregenden Fußball. Matthias Jeißle sieht so ein bisschen aus wie jemand, der dir so ein halb seltsames Finanzcoaching andrehen will. Das Witzigste im letzten Spiel, als sie es dann doch noch geschafft haben, bei dem 1:0, ja. Wer war das? Okafor, glaube ich, ist auch ja. egal. Na, wie Jeißle mit zur Eckfahne gerannt ist in seinem Kamelmantel ja. und seinem Rollkragenpulli. Ja. So, echt wirklich aus wie so ein Finanzberater. Es ist ein bisschen zu viel. Oder so ein Motivationscoach, aber dann rastet er plötzlich aus. Ja. Ganz komischer Anblick. Und ein junges Team mag ich ja generell auch. Das haben sie ja immer. Der FC RBS ist es. Spannende Ach. Spieler, sagst du schon. Ich gehe ganz nach unten, weil ich traue denen. Das ist respektabel, dass sie das geschafft haben. Dass sie weitergekommen sind. Ich gehe trotzdem sogar in Zimtsterne, glaube ich. Ja? Ja, einfach nur, weil ich glaube, dass sie vielleicht, wenn die Glück... Nee, eigentlich nicht. Scheiß drauf, ganz runter, komm. Nee. Natürlich, die jungen Spieler können dann an einem guten Tag auch alle mal über sich Deswegen, hinauswachsen. Das ist halt so der Gedanke, dass sie mal irgendwie explodieren und dann dir im Hinspiel 3 Tore einschenken und du weißt nicht, was passiert ist. Die werden auch ein bisschen Pupu in der Hose haben, wenn sie da, wenn jetzt, also ich weiß nicht, stell dir vor, Manchester City ist das los. Ja, nee, da hast du wohl recht, da werden die sich ganz schön einmachen. Ich gehe ganz nach unten, du auch. Ja, scheiß drauf, RB Salzburg ganz nach unten und wir gehen zu Real Madrid und scheiß drauf, da gehe ich ganz nach oben. Und das ist mein fünftes. Ja, sehr gut. Warte. War eigentlich mein fünftes Team. Ich weiß aber nicht, ob ich es... Ja, kann ich sie wirklich in eine Etage wie den FC Bayern, wie Liverpool, wie City? Bis wir sie gegeneinander gesehen haben, wissen wir es natürlich nicht. Aber das ist so eine Mannschaft, die hat immer noch diesen Real Madrid-Mindset, dass sie in jedem Spiel reingehen und denken, das werden wir schon gewinnen im Zweifel. Ja, und sie spielen ja auch gut. Ist ja nicht so, also sie haben ja gerade jetzt in der Champions League gut gespielt. Sie performen ein bisschen über, was so, wenn man sich jetzt die Stats von ihnen anschaut, da ist schon ein bisschen Glück in manchen anderen Ergebnissen dabei. Ich weiß auch nicht, ob es eine Mannschaft gibt, die mehr Fernschusstore gemacht hat in der Saison als Real dieses Jahr. Aber ich gehe mit ihnen ganz nach oben und da sage ich ganz offen, da gibt es den Real Madrid Vanillekipferl-Bonus für mich. Das ist also quasi eins höher, als sie sein müssten, aber es ist Real Madrid. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich kann sie aktuell nicht ganz nach oben setzen. Ich weiß, wenn Vinicius Junior so weiterspielt, wenn die ganze Mannschaft so weiterspielt und sie spielen erfolgreichen Fußball, dann gehören sie ganz oben rein, aber irgendwas in mir... Lässt es noch nicht zu. Es lässt mich zweifeln, dass die wirklich so gut sind. Weil wir es ja auch in dieser Zusammensetzung noch nie gesehen haben von ihnen. Noch nie, also das ist ja jetzt wirklich, auch, es ist ja wirklich ein bisschen überraschend, dass sie so gut sind, jetzt wie sie gerade sind. Ja, absolut. Und das sah ja auch gerade letztes Jahr dann nicht mehr danach aus, dass diese, da sind ja nicht viele, da ist ja kaum jemand Neues mit dabei. Vinicius Junior ist einfach der, explodiert ist. Die Abwehr, wo sie zwei Leute verloren haben, funktioniert jetzt plötzlich mit Alaba und Militao. Und, Spekulatius für mich, ich gehe tatsächlich einen runter, weil ich auch keine 5 oben in der allerobersten Etage haben möchte. Inter Mailand! Jawohl! Inter. Die über Inter auch in der Champions League. Und das war natürlich... Fand ich aber gut. Hat mir gefallen. Erstmal nicht so sagen, fand ich lustig. Das war das erklärte Ziel. Die große Frage ist, reicht es für den großen Wurf international? Schwer vorstellbar. Vielleicht kriegen sie ja Matthias Winter. Ich hatte auch überlegt, da denselben Gag in die Richtung auch noch oben drauf zu legen. Naja. Ich habe eine ganz klare Tendenz. Eine ganz klare Tendenz? Ja. Und die basiert darauf, dass ich keine ganz klare Tendenz habe. Ich weiß wirklich nicht, wie gut Inter Mailand gerade ist. Das meine ich, ja. Deswegen gehst du ganz in die Mitte wahrscheinlich. Genau das. Einfach, weil ich wirklich nicht fair sagen kann, wie ich Inter gerade im internationalen Vergleich einschätzen sollte. Muss ich leider mitgehen. Ich würde sie gerne noch eins drunter setzen, aber sie haben halt Qualität und die sieht man auch mal mehr, mal weniger. Für die ganz Oberen reicht es auf jeden Fall nicht aktuell. Also das ist auch eine Mannschaft, die oberen beiden Teams ist bestimmt auch nicht fies zu bespielen und wer weiß schon, was da geht, aber für mich sind Spitzbuben. Ja, weil einfach, maximal tatsächlich. Genau, Tendenz eher nach unten als nach oben. Nach oben müsste schon ein richtiger Ausrutscher sein. Ja. Inter Mailand in die Spitzbuben. Eine fehlt uns noch, Villarreal. Genau. Haben sich durchgemogelt so am nächsten Spieltag quasi, am nächsten Tag. Verzögert durchgemogelt. Mhm. Ich gehe ganz nach unten. Ja, ich auch. Was sind die? Ich glaube, stand die irgendwo im Mittelfeld in der Liga aktuell. Ja. Lass die 13. sein, stand der Aufnahme. Gibt keinen Grund, das sind Dominosteine. Die gehören in die Europa League, die sie gewonnen haben. Das ist ihre Liga, in der sie spielen. Ja. Aber Champions League K.O.-Phase ist, glaube ich, ein bisschen... Aber schön, dass sie dabei sind. Wir freuen uns. Ja. Und das waren sie. Ja. Alle 16 K.O.-Phasen-Teilnehmer der Champions League gerankt. Ich glaube, wir haben uns ganz gut Ich glaube, wir werden nicht so viel Gegenwind bekommen, wie ich zuerst erwartet hatte. Wir werden schon sehen. Jetzt steht schon runter. Also bestimmt gibt es ein paar Realfans, die mich
die mich... Ja. Ich wollte es aber ans Kreuz nageln sagen, aber zu Weihnachten kann man das nicht. Ja, das vor allem auch, also die haben ja auch Jesus Vallejo im Kader. Ne? Das, ihr kennt das selber. Ja, wir haben eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer je nachdem, wann das hier rausgekommen ist, entweder frohe Weihnachten oder guten Rutsch oder hey, frohes neues Jahr. Aber wenn jetzt noch Weihnachten ist, dann habe ich euch nicht gejinxt oder so, weil das macht man nämlich nicht, oder? Ich musste nur gerade daran denken, dass der Messias rausgeflogen ist, leider. Das ist richtig, der Messias ist mit dem AC Mailand, hat er sich verabschiedet, damit er mit euch Weihnachten feiern kann. Ist das nicht süß von ihm? So. Von dir. Liebe Grüße an eure Eltern, macht's gut. Tschüss. Liebe Grüße an eure Eltern.